So, noch 200, das sind 10 Ticks. Dann können wir einen neuen Brickturnhofen. Jetzt hilft er hier beim Bauen, okay. Und ja, 6,5 Stunden sind wir schon mit diesem Projekt beschäftigt. Also fast 6,5. Das ist erst die sechste Aufnahmesession für dieses Projekt, okay? Ja, halt die siebte. 0 bis 1 ist die erste, bis 2 ist die zweite, bis 3 ist die dritte, bis 4 ist die vierte, 5 die fünfte, 6 die sechste und die geht bis 7 ist die siebte, ja. Hi. Also ja, gut, dass das Jahr so 52 Wochen hinten hat, weil ein Jahr werden wir wahrscheinlich hier beschäftigt sein. Und wir sind schon mal jemanden, der anfängt freizusprengen. Je früher, desto besser, nämlich. So. Da sind schon mal freigesprengt. Also hier vorne jedenfalls alle sogar. Und schön ist es wieder hell geworden.
So, kannst du die letzten beiden Bäume vielleicht dann noch fällen? Auch gut. Schon recht interessant aus, wenn ich hier so an der Seite drauf blicke, wie da die Hölzer angereiht sind unter der Erde. Sehen sie irgendwie aus wie kleine braune Säulen. Das war der Deck. Mal wieder. Ey, nicht mehr lange. Oh. 4 Ticks. Dann haben wir Breakthrough Nummer 11. Ja, ohne die Zusatzsteine dauert das ganz schön lange, Breakthroughs zu kriegen. Aber wir haben ja leider gelernt, dass die Performance im Spiel ein bisschen zu lala ist. Das heißt, jeder Breakthrough, von dem wir mehr haben, verursacht mehr Lag.
Okay, du fällst jetzt den letzten Baum, weil wir haben fast kein Holz mehr da. Natürlich muss ein Stamm runterfallen. So, dann können wir uns das hier schnappen. Das schon mal hier rüber verschieben. So. Aber eigentlich sollte hier erstmal noch nicht gehackt werden. Ich will erst die Stümpfe hier loswerden. Immer so, dass es schön zwischen sie reinwerfen kann. Okay, ein Stumpf steht noch. So. Und einer macht einen Abflug. So, du hilfst jetzt da wieder beim Bauen. Hier sammelt die Stümpfe hier noch ein. Dann haben wir hier schön Kahlschlag. Keine Stümpfe mehr, keine Bäume mehr. Sieht leider auch wirklich so aus, als ob die Fläche hier kleiner ist als die da drüben, worüber ich froh bin. Da dauert es da nicht ganz so lange. Ja, sie ist kleiner. Es ist nur hier eine Kompaktfläche. An der wir trotzdem ziemlich viel zu tun haben werden. Aber wir haben nicht hier so eine riesen Auswuchtung. Sagen wir mal so, das Stück hier wäre abgeschnitten. Von hier bis hier. Das ist dann die Fläche da drüben. Keine Stümpfe mehr. Haut sie weg. Und du schnappst dir mal kurz Holz. Machst da die letzte Lücke zu. Dumm. Jetzt kannst du weiter hacken. Und wir haben hier unseren Bauplatz verloren. Hey. Doof. Aber können wir ja lösen. Oh, Holz gibt's wohl genug, aber scheinbar keine Aufträge mehr. So, jetzt aber. Ganz ehrlich, wenn wir schon dabei sind, können wir hier drüben auch mal wieder eine Reihe aufstocken.
Das können wir jetzt noch hier oben verschieben. Dann können sie nämlich die Bäume erstmal abholzen. Beziehungsweise einer kann holzen. Und zwei bauen. Wir haben unseren 11. Brickthron. Yay. Hurra. Guckt, wie sie wuseln. Sich freuen. Na gut, sie tun jetzt erst hier, weil der Weg kürzer ist. Ah. Naja, okay. Halb so schlimm. Das ist schlimmer, wenn die Bäume anfangen zu fliegen. So, das reicht jetzt erstmal kurzzeitig. Schnapp dir lieber mal wieder das Sprengzeug und mach die ersten Stümpfe weg. Dann, sobald niemand mehr hier durchläuft. Ja, ich sehe, ich habe gerade nichts zu tun. Musste das jetzt sein?